Was ist mit dem Lost Clan, hä? Hör mal, das ist doch eine Idee. Mal, ja, okay, sprech mal hier ordentlich an. Also. Sag mal ein Intro, sag mal deinen Plan. Also, pass mal auf, ich habe mir überlegt, weil Travis und ich, wir sind ja beides sehr starke Spieler, ne? So, auch schon immer, sag ich mal, gewesen. Aber warst du nicht in anderen Spielen gut oder warst du in jedem Spiel auch so schlecht wie ich? Nee, ich war in sehr. Ich bin ja in Fortnite auch nicht komplett scheiße. Das würde ich ja gar nicht sagen. Wir sind ja beide auch nicht komplett scheiße. Es gibt immer noch Leute, die sind schlechter als wir, Max, ja, ne? Die sind auch dann wirklich 10 Jahre jünger und spielen mit dem Handy. Ja, Moment, also saftiges Gnu ist Anfang 30, die ist richtig scheiße. Also das muss, ja, okay, ne? Aber es ist schon... Ist ja nicht also böse gemeint, ne, aber... Aber wir sind schon... Ja, das stimmt leider. Naja, jedenfalls dachte ich mir, Max, weißt, ja? kennst du den 77-Clan? Ja, klar. Diese Randoms, die halt so ein richtig lustiges Clan-Introduction-Video gemacht haben, ne? Ja. Und ich dachte mir, wir waren auch so ein Fun-Clan zusammen auf. Das muss nicht mal ernst sein, ja? Da lassen wir nur gute Spieler für uns spielen, weißt du, was ich meine? Und kassieren ja die ganze Preisgelder ab, ne? Also Fun-Clan, aber... Fun-Clan, aber richtig coole Scheffel damit, ja? Aber cool. Und ich habe schon eine Idee für ein Logo, pass mal auf, Alter. Ja? Der Clan, das Clan-Logo ist so ein Kopf und das Cross, der ist richtig weit neben dem Kopf. Das ist das Logo. Ist gut, oder? Ich habe alles schon durchdacht. Und das Ding heißt Lost Clan, Alter, weil wir beide Lost sind in dem Game, oder? Ja, ist gut. Ist und wer macht da mit? Ja, wer macht da mit, Alter? Alle, die auch Lost sind. Die es fühlen. Das ist einfach, das ist ein Lifestyle, das ist ein Movement, weißt du? Und dann wollen wir mit richtig losten Leuten Preisgelder verdienen. Genau. Das ist gut. Ich verstehe den Sinn noch nicht so richtig da ganz dahinter. Das ist ein Lifestyle. Earnings. Earnings, Alter, Earnings. Oh, oben auf dem Berg sind Gegner. Sprechen wir gleich weiter, wir töten kurz alle weg. Irgendwie, wenn Revi Earnings sagt, hört sich das richtig trash an. Das hört sich an wie so eine Ziege, die gerade irgendwas macht. Ja, ja. Earnings. Links auf dem Dach auch Gegner, Leute. Wurde ich überbaut oder war das einfach bei euch? Ich check gar nichts. Ja, aber Max, guck mal, die Earnings, Alter. Du musst dir den Prestige und die Earnings einfach mal vor Augen halten, ja? Also, wenn es ein Fun-Clan ist, machen wir ja keine Earnings. Das ist ja nicht gesagt. Ja, okay. Also, ist das ein richtiger E-Sports-Clan? Nee. Wollen wir Lost Leute unter Vertrag nehmen? Ja. Wir sind denn Lost unter Vertrag? Überleg mal, man kriegen ist die Gelder von uns oder kriegen die, was kriegen wir von denen und was kriegen die von uns? Ja, Leistung, Alter. Die kriegen Reichweite, Max. Hä? Ja, wir kriegen dann deren Preisgelder. Auch. Auch. Ich weiß nicht, ob da jemand Bock hat drauf. Klar, alle. Klar. Max, das ist der Lost-Clan, Alter. Du musst dir mal ein bisschen dazu... Lost, hä? Guck mal, da hat Revi gerade das Leben gerettet. Nice, danke, Revi. Digga, ein Baumfight! Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben wieder einen Fight und dann bin ich nur ein Baum drin. What the fuck? Alles klar, Digga, er lasert mich komplett. Baby. Unten einer im Haus drin, unten. Auf den Dock. Hab ihn. Ey, Digga, das kann nicht sein. Max, Baby, über dir, Max, unter dir, Max, mach auf! Mach auf, das Dach! Max, ich bin über dir! Max, mach das Dach auf! Komm raus! Oh, Digga, wie... Und das war Lost. Verstehst du, Max? Und dafür stehen wir, ja? Hä, ja, für wen schieße ich denn hier? Okay. Wir haben gewonnen! Sehr schön, Jungs. Das ist der Lost-Clan, Max, ja? Verstehst du es jetzt? Ich hab's noch nicht ganz verstanden jetzt. Also, pass auf, wir gründen diesen Clan, okay? Erstmal als Fun-Organisation, okay? Als Fun-Organisation, weil er heißt Fun... Weil wir richtig Spaß daran haben, einfach richtig Fortnite fette Earnings von anderen Leuten zu bekommen. Ja, richtig? Nee, genau. Also wir gründen es erstmal so als Vereinigung. Dann müssen die Kandidaten, also müssen die bei uns vorstellen. Ja, und es geht gar nicht um den Skill, sondern wer das lustige Vorstellungsvideo macht. Verstehst du, was ich meine, Max, ja? Okay, und wenn die dann noch... Wenn die gut sein? Ja, warte, genau. Und wenn die dann noch gut sind, dann wenn man zwei Kader. Okay, wenn man einen so ein Meme-Kader, ja, wo die lustigsten Leute drin sind, einen so ein Pro-Kader. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann bauen wir darauf die Marke auf, ja? Okay. Ihr wollt Pros in a Fun Org holen? Genau. Ganz genau. Nee. Die Pros, die werden ja auch dann später noch von uns gemanagt hier, ne? Ist doch super, Jungs. Max. Was denn? E-Sports. Lost. Nur mit Fun, ohne Geld. Ja, oder können wir auch machen. Wir können ja einfach daraus ein YouTube-Format machen. Weißt du, was ich meine? Leuten, die sich lustig vorstellen. Und die lustigsten Leute, die trainieren wir, dass sie gut werden. Und dann nehmen wir sie richtig aus. Du willst sie trainieren? Ich trainiere die. Zusammen mit Max. Das klingt alles noch... Also, wir wollen eine Fun-Org machen, aber mit krassen Spielern, aber auch mit losten Spielern. Ja. Die dann 90% abdrücken. Genau. 90% Fun sozusagen bei dem. Und guck, Max, und siehst du, allein das Konzept dahinter schon so lustig, dass darauf alle Bock haben werden, ja? Aha! Verstehst du? Das ist der Lifestyle. Geschäftsidee, die es jemals im Fortnite E-Sports gab, aber die ist so scheiße, dass es vielleicht schon wieder gut ist. Und genau das ist Lost. Und genau das ist der Lifestyle. Max, du, langsam kommt's. Wie sieht's aus? Spüren Sie's, Mr. Krabs?
Also es ist nichts Seriöses, aber wir wollen seriöse Spieler ranholen. Also Harvey, du bist ja ein Pro. Wärst du jetzt so dabei? So, du kriegst kein Geld und du kriegst eigentlich gar nichts. Und es ist Fun. Wärst du dabei? Und es ist Fun. Ja, ich sag Mesut, ich bin raus. Sehr gut. Ja, ja, aber wir haben auch die Ersten, wir sind erst, die so eine Fun-Org gründen. Ne? Mesut Özi kam uns ja schon zuvor, ne? Kommen die angeflogen? Ja, nee, ist kein Problem. Hast du einfach genommen, passt. Ist in Ordnung. Nein, ich bin nicht sauer, weil wir sind ein Clan, weißt du? Ja, aber wie können wir da jemanden in unseren Lost-Clan holen, der gut ist? Es ist ja nicht verboten. Wenn derjenige sagt, oh, ich möchte nebenbei nochmal hier ein bisschen Spaß haben, da sind wir die Richtigen für. Ja. Ach so, ja, nee, du bist ein Sohn und deine, ach so, okay. Ups, da hab ich mir versprochen. Entschuldigung, das, Mensch. Sagen wir einen Spieler auf, der noch nicht so viel gerissen hat, aber auf jeden Fall Potenzial hat. Den nehmen wir, ja, ich wollte schon sagen unter Vertrag, aber eigentlich nehmen wir den ja an die Mangel, ne? Ne, wir nehmen den unter unsere Fittiche, ja? Richtig, so mit Unterschrift? Nee, ach Quatsch, hör mal, das ist ja hier nur ein Fun-Ding, ne? Wenn sie groß sind, sollen sie alle abhauen, sollen sie fliegen wie die Vögel. Aber die Earnings müssen sie trotzdem dann noch bringen. Es sind Gegner, Nates, ich dachte, es wären Teammate Nates. Hab ich auch gedacht, oh, Leute. Wo kommt der denn? Oh, fuck, ich krieg der Match. Ja, schon wieder. Nee! Ich hab's bin schon wieder tot! Achso, verloren. Du bist exkommuniziert! Max, wir wurden exkommuniziert. Kennst du mein Format Ultratalent, Max? Ja, klar. Ja, guck mal. Nee, kennst du nicht, oder? Nee. Gibt's das noch? Nee, gibt's leider nicht mehr. Aber sowas in Fortnite, Max, weißt du, was ich meine? Ja? Das heißt, die Leute kommen, wir machen so eine richtige Show daraus. Ja? Wir gucken uns erstmal die erste Bewerbung an. Leute machen lustige Edits, geile Plays, all sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann laden wir die in die Live-Show ein, auf einen Custom-Server oder sowas. Ja? Mit Zuschauerrängen. Und dann gucken wir, wer hier die ersten, wie viele Leute wollen denn da rein in den Clan überhaupt? Also, okay, das am Anfang. Sehr viele sein, tatsächlich. Ja, richtig, genau. Da muss man sich dann. Leute, würde ich einfach alle mitnehmen. Das ist ein bisschen viel. Ich würde halt erstmal so ein paar nur reinnehmen. Muss ja schon was Exklusives aber sein. Aber ich würde schon geil finden, wenn derjenige auch Chancen hat bei der WM. Mhm. Ja, es muss auch ein guter Spieler. Richtig, es muss ein guter Spieler sein, der aber auch ein gutes Bewerbungsvideo macht. Weißt du, was lustig auch ist? Lost ist dabei. Und der auch lost ist. Ja. Verstehst du, Max? Und das ist das Schöne. Die Leute können sich jetzt selber überlegen, ob sie da rein wollen oder nicht. Ne? Ob sie da auch überhaupt, ob die ganzen Sachen erfordern. Mit Aquaxer? Der ist ohne Team, oder? Ich weiß ja. Ja, Max, guck mal. Und dann geben wir denen kein Geld. Shoutouts. Aber Shoutouts, immer hier Twitter-Shoutout, Max. Jeden Tag eins. Jeden Tag ein Twitter-Shoutout. Richtig. Nee, die kriegen Raids, alles, Max, ne? Wie so ein Stream-Team ist das dann quasi. Die streamen dann immer ihre Qualifier. Ich finde, das ist eine geile Idee, Alter. Das ist eine geile Idee. Hab ihn! Echt? Ich glaube, der macht nur sein Gaming-Zimmer, das er vergibt, oder? Vergibt? 230 Meter, Alter! 230 Meter? Passt. Ich hab einen lustigen Kill gemacht. Digga, was? Die landen immer auf mir. Das ist ja ganz scheiße. Ich hab auch nie eine Falle. Boah. Bei mir? Karin? Der hat eine 3 auf. Wow. Alter, Revi, du kannst ja richtig was mit Jagdgewehr. Ja, Jagdgewehr ist mein Vater. Alter. Nice, Hami, Digga. Max, hinter dir kommt deiner. Hab ihn. Hier unten wird gebaut. Hab einen down von denen, ich bin auch down. Digga, ist wie Aim-Maschine, Aim-Training hier gerade. Da. Hat einen Headshot, ist down. Ich hab einen im Baum gerade geholt. Er schießt mich ab, Leute! Ah! Ich hab ihn! Ich hab den. Nein, ich werd abgeschossen von rechts! Ja, okay. Easy win. Oh. Nice, Digga. Sehr schön. Geil. Max, ne? Also jetzt müssen wir nochmal kurz mit den Clan reden. Ja. Wie machen wir's? Also ich sehe da schwarz für uns. Ich glaube, das wird nichts. Bist du wirklich nicht interessiert? Ich finde das eine richtig nice Idee. Ich bin interessiert, aber es ist sau viel Aufwand. Und wen nehmen wir denn da? Und, nee, man kann das ja erstmal als Fun-Community-Ding starten. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist auch einfach, glaube ich, ein witziges Format, wenn sich halt Leute vorstellen bei uns. Und ich finde es wirklich unterhaltsam tatsächlich. Ich finde es witzig. Also wir brauchen jemanden, mit dem wir zusammen zocken können, wo wir ungefähr auf einer Welt
Wellenlänge sind. Der ja, die können Stock wir so kennenlernen. Hat. Die können wir kennenlernen. Weißt du, wenn dann jemand Mad Funny Video abliefert. Ich würde jetzt, zum Beispiel keinen Chef Strubel nehmen, weil wir gar nicht der auf der gleichen Wellenlänge sind, weil er das Spiel nicht kann, zum Beispiel. Ja. Okay, gut. Aber wenn jetzt so wirklich so ein Typ kommt, der nicht redet, mit dem kann man dann ja auch nicht zocken. Ja, das stimmt, So einen ganz nervigen würde ich auch nicht nehmen. Also meine Vorstellung ist, wir holen uns einfach einen Typen rein, wie zum Beispiel 6J, der keine Ork hat. Vielleicht ist er ja ganz cool drauf. Ich weiß nicht, wie alt er ist oder wie der tickt oder so. Ist das ein Deutscher? Zocken wir mit denen und wenn er cool ist, ja, dann zocken wir ab und zu mit dem und feuern ihn mega bei der WM an. Und wenn er cool ist und dann nehmen wir ihn Host und Raids und Shoutouts und pushen ihn, wenn er das ein nicer Typ ist. Weil da draußen wird es irgendeinen sympathischen, herangehenden Pro geben, mit dem wir beide gerne zocken können. So wie Hami zum Beispiel. Da, also ein unentdeckter Hami. Aber Hami ist ja nicht sympathisch. Ja, so auf, ich sag mal, auf Hami Skill Level, aber dann halt nicht so low, sag ich mal. Ne? Achso, ja. Hier fliegt was. Warte, hier auf dem Dach bei mir. Oh, der ist so platziert. Oh ja, der auch. Aber außerhalb des Dings darf man schießen. Im Quickscope. Da hat mir jemand gerade den Kill wieder. Also das ist immer... Ne? Naja. Oh, nicht so schlimm. Hier, nimm du erstmal das in der Zeit. Max, ist ultra low. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich sage jetzt einfach unter dem Video, pass auf, wir einigen uns einfach später auf dem Hashtag und dann haben wir wenigstens was zum Reagieren, okay, Max? Dann haben wir ein paar lustige Bewerbungen. Was sagst du dazu, dass ich der beste Bogenschützenspieler der Welt bin eigentlich? Dir ist alles egal, was ich sage, kann es sein. They ask you how you are, you just have to... Du siehst das Content-Potenzial nicht. Ich sehe das Potenzial, aber ich sehe noch nicht richtig, ich will mir da ranholen. Ja, aber die finden wir ja, die Leute, das ist ja die Idee des Ganzen. Auf Hilfe. Hab einen gesniped oben, aber richtig lecker, Digga. Hier. Hilfe, Gegner schießen auf mich. Zwei Stück mindestens. Ey, Digga, er droppt in mich rein. Man hört mit dieser Scheißmucke nichts, Alter. Neben dir. Dieser Trimax schreit rum, man hört nichts. Nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Nein. Nice, was? Digga. Was? Was sind wir so Ich war der beste Bogen. Gut, Jungs, also. Da mochtest du.